einhutlete zu Milz. Donnerstagmorgen um 4:30 im Café Kilian. Und wir zmitzt rein in dem Wirrwarr an Stimmen und Eindrücken. Eine ungeschminkte Reportage, fast wie live. Fasnacht zu Milz halt. Gewinnt, gell? Ja, ihr seid ja natürlich gewinnt, oder? Von früher noch. Wer einspaziert? Guten Morgen. Was hast du denn hier für einen Kuchen auf dem Kopf da? Was Kuchen? Das ist Böhlen. Was bist denn du? Du bist vermutlich kein Böhlenhauser, sonst fragtest du nicht so eine Sache. Ja, warum? Ein Böllni. Ein Böllni? Jawohl. Jawohl. Guten Morgen, Schweiz. Ein Kuchen auf dem Kopf, sagt er. Ein Kuchen? Du hättest hier auch Flumser? Nein. Komm jetzt. Ich sehe aber Flumser, ganz ehrlich gesagt. Du, warum sind Sie so traurig? Was ist los? Haben Sie das gemacht? Nein, ich habe schon nicht. Wir müssen die Zelle darauf vorbereiten. Morgen. Du bist schon länger jünger geworden, gell? Ja. Hast du dir Silvester geschickt oder bist du immer da? Ich bin immer da. Aha, okay. Also. Haben Sie es im Griff? Haben Sie es im Griff? Natürlich, absolut im Griff. Aber gestern hast du gesagt, wir sollen die 70 Gier kommen. Ja, das wird jetzt gemostet, bis wir aneinander vorbeilaufen. Und wenn ich weggehe, geht es noch besser, gell? Fasnacht ist das. Und was ist denn mit den 100 Gipfeln gestern? Ja, die sind wir dran. Schon seit dem 2 sind wir dran am Bachen, damit auch jeder einen Gipfel bekommt heute. Und zwar das beste Gipfel, was es gibt, weil es. Machst du das immer da? Nein, ich bin da nur für Fasnacht zuständig. Aha. Damit es ein bisschen schneller geht, damit ihr schneller Kaffee trinken. Also ein richtiger Nidbergteufel, gell? Genau, ja. Aber hast du voll im Griff? Hey, hey. Wie wird man ein König? Eben, da musst du während 40 Jahren alle Jahr zweimal bewerben. Das ist auf Berufungsweg. Also, das ist ein Gremium, das einem wählt. Ja, aber du hast dich angetragen oder hat die Frau gemolden, oder? Da musst du ein bisschen leuchten. Was hat sie gesagt? Ich sicher nicht. Warum nicht? Ja, ich weiss auch nicht warum, aber nein, das verdient. Herrgott, also das ist mit allem. Jetzt weiss ich warum, bitte heim der König nicht bist. Jetzt bist du es da. Weil ich was bin? Bitte heim nicht der König bist. Aha, ja, das mag vielleicht auch noch mitgeholfen haben. Beim Auswahlverfahren. Und dann gibt er Guido den Schlüssel, gell, irgendwann? Das sollte noch so sein. Er ist zwar noch nicht da, vielleicht schläuft er noch. Ja. Und der Schlüssel, was heisst denn das? Dann bist du der Chef nachher? Jawohl, dann wird eine Woche lang Böllenhausen regiert vom König. Jetzt für die, die dich nicht kennen, was machst du denn sonst? Sonst bin ich ein Stier, ein Binkler, aber das darfst du ja heute fast nicht sagen. Das ist ja kein anständiger Beruf mehr. Und du hast jetzt frei? Jetzt habe ich frei, genau. Und genau, was ist deine Aufgabe nachher als der Böllenkönig? Während der Fasnacht tue ich das Narrenvolk ein bisschen beobachten, ein bisschen rum sein und lustig und gemütlich haben mit allen Zimmern. Und die, die nicht folgen, Bankkredit gestrichen? Denen gibt es keine, die können gerne nicht bis auf Böllenhausen. Aber Bankkredit gestrichen nach der Fasnacht? Ja, jetzt tun wir mal einen Moment Fasnacht machen und dann gehen wir wieder drauf. Doch, ist er mal ein Griff gestiegen, seit der König ist? Nein, ist immer noch gleich. Hast du immer noch einen Griff? Ja, ich kann ihn noch voll im Griff. Gut, okay. Hast du eigentlich auch König werden? Nein. Solange dir einer ist. Ja, du hast einen aus der Gruppe. Ich bin sonst der Erste, das langt. Aber du bist mir auch ein bisschen komisch, dass ein Bänkler jetzt hier König ist. Wieso jetzt da? Ja, nein, du. Wir sind ja sonst auch im Leben König, oder sonst auch der Fasnacht König sein, oder nicht? Also das muss man jetzt ehrlich sagen, wenn es den Nidbergteufel nicht hätte, dann habe ich jetzt gesehen, dann wären die voll am Arsch. Nein. Wohl. Das ist ein sehr eingespieltes Team, da kann ja, man das gerne schon sagen. Aber ich habe das Gefühl, ein Mann mag es leiden und das haben die gemietet. Ja. Aber Sie, Frau Flütsch, ja. Der Silvester schwärmt doch immer von dem Kaffee. Und jetzt, wenn wir ihn mal brauchen, ist er nicht da, liegt er am Nest. Ist ihm zu früh gewesen. Eben, gell? Liegt er am Nest, gell, ehrlich gesagt. Ja. Oje. Ja, Reto. Ja. Bist du ein auf der Scharre? Nein, es geht eigentlich. Im Moment bin ich sehr fit. Hast du frei in der Berufsschule? Ja, schon lange, ja. Also lange. Die Woche habe ich Ferien, aber die gehen jetzt um die Fasnacht her, aber das ist ja richtig so.
Wie ist man denn so als Gemeinderat? Das weißt du, während der Fasnacht? Ist man so ein bisschen in einer anderen Funktion? Ja, also ich bin mir so schon. Ich bin natürlich aktiv. Ich muss rumlaufen, schauen, machen, koordinieren. Mädchen für alles halt. Also eigentlich der Oberfasnächtler im Hintergrund, hä? Ja, vielleicht, ja. Aber mit einem Haufen guter Verstärkung von aller Seiten. Wieso macht ihr so müde den Eindruck? Was ist los? Hey, du ja, schreien! Haben wir durchgemacht? Du musst noch ein bisschen lachen. Oh, oh, oh! Du bist heiser, was ist los? Viel geschafft. Immer schon, du musst heiser sein, wenn es Zeit ist. Ja, macht man den Eindruck. Du hast zwar ein bisschen genebelt. Es beschlägt gerade, wenn du reinkommst. Du siehst gerade nicht mehr. Das ist heiss. Voll ist heiss. Aber das gehört wahrscheinlich zum Programm dazu, dass man heute mehr sieht. Ja, ja. Oder? Ja, ja. Ja, ja. Noch Aussichten, aber es wird ein vernebelt. Minuten klaren. Schön, super. Willkommen. Hast du unseren Chef auch dabei? Ja, der kommt auch. Ja. Er ist noch ein bisschen verunsichert, oder? Hintereinander raus. Was vor ihm steht, oder? Aber kommt schon gut. Der weiss, das ist nicht sehr. Ich sehe da gar nichts. Ja, ja. Stefan, schau mich mal an. Mist, ja, schau mich mal an. Ja, schau jetzt auch da. Mit der Brille. Nein, es ist alles vernebelt. Schau, ich sehe nichts. Ich sehe im Moment nicht. Du, Mike Hecker. Genau. Wahlkampf oder Fasnacht? Selbstverständlich nicht. Immer Fasnacht. Okay. Im Gefolge natürlich vom Regierungspräsidenten, Partei, Rechtspartei. Ganz genau. Als Rindtaler ist man immer dabei an der Fasnacht. Gut. Markus, hoi. Musikus. Willkommen. Ja, ja. Kannst du dich noch an die einrichten? Wollen wir nicht? Und jetzt? Wir haben einen hohen Besuch aus St. Gallen gehabt. Genau, wie geht das jetzt ab? Es gibst über ihn, den Bäckler den Schlüssel und dann ja, dann habe ich eben nichts mehr zu tun. Darum, ja, wir müssen ein bisschen einleben für heute, den ganzen Tag. Du, warum hat man im Rathaus nicht frei nachher? Ja, gell? Jetzt weiss ich nicht, was passiert. Dann musst du schauen, was passiert. Aha, okay. Jetzt hat er Wichtiges zu tun. Richtig wichtig. Aha, meinst du? Das ist unglaublich, du, der Stab. Du, da fehlt der Guido. Im Alltag. Nein, der Stab da. Der Stab fehlt, ja. Das stimmt. Nur mit einem Bäuerli allein kommst du doch nie nachher. Aber nein, das ist ein Böllenbrötli. Aha. Premiere. Oh je, oh je. Ja, das ist Premiere, hat es noch nie gegeben. Das ist das erste Mal in diesem Jahr. Ein Böllenbrötli? Ja, ja. Und was hat es mit dem auf sich? Das ist eine Neuerung von der Regentschaft zum Musikus. Aha. Ja. Aber ist zum Essen, oder? Ja, natürlich, probieren. Aha, okay. Ja, unbedingt probieren. Von wem hast du es überkommen? Vom Böllenkönig? Extra auf heute erfunden worden. Hast du es vergiftet? Komm, gib's zu. Nein, nein, das ist alles sauber. Das ist unter Aufsicht gemacht worden. Aha, du bist dabei gewesen. Fast würde ich sagen, unter päpstlicher Aufsicht. Mein Gott, du. Ist das Wahlkampf? Entschuldigung? Ist das Wahlkampf? Nein, ist keine politische Veranstaltung. Aha. Du siehst schon, er hat Hornen an, Teufel, oder? Wir sind Teufel. Definitiv Fasnacht. Definitiv Fasnacht. Als Rindtaler hat man hier Fasnacht im Blut. Und jetzt, muss ich mal schauen, wie das zu Mills oben ist. Ja, aber gut, aber ein bisschen Teufel bist du immer gewesen, oder? Ja, da dürfen wir so sagen. Man muss ein bisschen teuflisch sein, gerade auch in der Politik. Hoi, 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 schau mal nicht oben, du. Hey, du, das erinnert mich stark an Jasmin Hutter. Nein, das ist nicht Jasmin Hutter, das ist der Mike Kicko heute hier. Du, Stefan, bist du dir bewusst, was du hier isst? Das ist ein Teufelsbrötli. Ja, das ist ausgezeichnet. Echt, was? Der füllt den Magen, gibt eine gute Stimmung. Aber die haben wir ja sowieso, oder? An der Fasnacht, oder? Bist du ein Fasnächtler? Was sagst du? Bist du ein Fasnächtler? Nein, nicht unbedingt, aber das zieht einem ja die Ärmel rein, wenn man da an der Fasnacht ist, oder? Und die Stimmung ist jetzt schon super, morgen früh. Aber du weißt schon, früh am Morgen. Ja, weißt du, wenn die Melzer eine Kuh auf den Dorfplatz stellen, dann machen sie fest. Weißt du, das ist da so. Ja. Ist das so? Ja, ja. Du, ich weiss nicht, was mir alles noch erwartet, aber ich mache so ziemlich alles mit. Der Schlüssel, der übergibst du. Das ist der Schlüssel, ja, siehst du. Ja. Das ist der Melzer Original Schlüssel für die Fasnacht. Bleib habe ich nicht mehr zu tun, ist das der Böllenkönig, der jetzt da dran ist.
Und was hat denn das auf sich, wenn du den Schlüssel übergibst? Was ist denn das? Ja? Der König muss doch einen Schlüssel haben, sonst kann er nicht regieren. Ja, aber du kannst doch als Gemeinde kannst du den Schlüssel nicht abgeben. Ja, hey, das ist jahrelange Tradition. Das hat immer funktioniert. Dann wird das ja auch funktionieren. Aber wenn ich deinen Hut anschaue und deine Mimik, ich sehe schon, also die Macht willst du bei dir behalten. Ja. Nein, jetzt habe ich Fasnacht. Jetzt tun wir es übernehmen. Ja, aber frei hast du nicht, gell? Geschäft läuft weiter. Ja, das macht der Böllenkönig. Weiss ich nicht, muss ich ihn fragen, was er macht. Ja, er ist Bänkler und ist jetzt Autofahrer, gell? Ja, siehst du. Bänkler können alles. Ja, genau, sind immer König eigentlich. Wie? Sind eigentlich immer König, Bänkler, oder? Ja. Weißt du, aber er ist ganz speziell. Ganz speziell, ja. Gut, okay. Du schaust es so um, was geht dir im Kopf vor? Ja. Bist du nachdenklich? Vorbereitet. Gell? Richtig nervös, gell bist du? Richtig nervös, ich sehe es. Ja. Ich kann es kaum erwarten, bis es losgeht. Was bedeutet Fasnacht für dich? Was ist Fasnacht für dich? Das ist ein interessanter Anlass, wo man mal den Winter vertreiben kann und sich freuen auf den Frühling, der kommt. Was ist das? Melzerweiber. Ja, aber Melzerweiber, du bist ein Karib. Mal, bist du Conchita? Der Fasnacht eben schon. Bist du Conchita? Ja, nicht ganz. Aber? Mit Leidenschaft der Melzerweiber. Ja, du, da muss ich so sagen. Der Guido ist ganz stolz auf dich, gell? Kriegst du es dann du in die Arfe? Ja, sicher. Und? Wie bist du drauf gekommen, an einem Mann so Melzerwein auf einen Anzug? Also ehrlich gesagt, habe ich das in der Vorlesung in Bern entworfen, wo es langweilig ist. Ja. Und für mich ist das natürlich eine riesen Ehre, der ist das tätowiert. Und du selber hast Scheiß drauf? Ich, nein, ich bin es gar nicht. Der Mann bleibt Mann. Wie? Mann bleibt Mann. Die Weiber, hey. Da kannst du nachher nicht mehr umsatteln. Du, wie ist denn das, dass du in den Melzerwein bedienen jetzt als Mann? Ja, das ist halt eine Fasnachtstradition, eine langjährige, die schon vor Haufen Jahren Fuss gefasst hat. Und wir führen das mit Stolz weiterführen und die Tradition am Leben erhalten. Das ist schon eine gute Sache. Ein bisschen männerlastig, die Fasnacht. Ein bisschen männerlastig, sehr, ja, sehr. Gell, warum denn? Er hat da furchtbar viel Teufel rum. Ja. Ja, und alle die Könige, die meisten sind halt eben Mannen. Aber warum denn das? Aber dafür sind wir Hexen jetzt da. Ah, so. Wir gehen schauen, dass jetzt das ein bisschen ändert und ein bisschen Turbulenz drin gibt. Warum gibt es da zu Melz nicht einmal eine Königin? Es gibt, es hat nur noch ein Ehemann. Wir haben zwei. Was, zwei Hände? Zwei haben wir, ja. Was ist eine davon? In der Kommission sind immer fast immer Männer am Arbeiten. Gell? Und nur ganz wenig Frauen. Ich bin ganz allein in der Kommission. Ja, aber das gibt es aus dem aus Grüner, König. Jetzt ist es aus dem aus oder? Ja, aber lass jetzt mal. Da muss man ändern. In der Kommission, ja. Dann hast du einmal eine Chance gehabt. Ja, aber da muss ändern heute. Nein, das kann man nicht machen. Fasnacht ist schon. Frauen wollen die meisten nicht, weißt du? Moll, sie wollen dort hin. Meinst du, sie wollen? Ja, ich habe es gefragt. Ja, ich glaube, die wollen meistens nicht. Sie fragen ja. Sie ja. Fragen ja an mich, weißt du? Ja, aber König, du hast jetzt Chance, das musst du ändern. Ja, jetzt wird er mal regiert, jetzt wird alles auf den Ring gestellt. Gell? Aber nichts, was gut funktioniert, das lassen wir beieinander, gell? Also das heisst, Fasnacht bleibt am Ende Domäne oben dran, bei der König. Ich verstehe dich so schlecht. Also Fasnacht bleibt am Ende Domäne, oben bei der König. Nein, das ist ja so gewachsen, aber das wird sich jetzt auch im Laufe der Zeit ändern und anpassen. Frau Böllenkönig! Was hast du wollen wissen? Ja, weißt, das Problem ist, der König ist immer ein Mann. Und die Fasnacht, sehe ich hier, ist so ein bisschen eine männliche Sache. Es sollte doch einmal eine Böllenkönigin haben, ja, es hat schon gegeben, Böllenkönig. Wie viel? Zwei? Ja, aber wenig. Was? Aber wenig. Warum so ja, wenig? Ja, das geht schon wieder. Meinst? Nächstes Jahr jetzt nicht, aber das andere Jahr vielleicht. Aha. Plötzlich gibt es wieder eine. Aber du bist doch kein deutiger Flumseri, nicht? Nein. Komm jetzt, stell dazu. Was? Du bist ein Flumseri? Nein, Melzer. Komm jetzt. Aber du bist ein Flumseri? Nein. Hast du doch keinen Flumser dabei? Nein.
Flumsen hat sie gekauft. Ja, warum denn nicht? Warum nicht? Ich weiß auch nicht. Du musst meine Mami fragen. Stefan! Ja? Kanzlei! Lizur! Geht alles mit rechten Dingen zu und her da? Wunderbar! Wunderbar! Selbstverständlich! Aber du hast ja Arbeitsdienst, du hast keine Fasnacht eigentlich, gell? Naja, wir arbeiten trotzdem. Ja, und du musst ein bisschen zum Rechten schauen, was der Guido jetzt versichert in dieser Zeit. Ja, der Guido gibt dir den Schlüssel ab in dieser Eben Zeit. Also den noch einen, muss man echt mal schauen, dass man sich die Stellung hebt, oder? Ich bin nicht Chef da. Nein, ich bin da nur der schreibende Teufel. Einer muss eben das Protokoll schreiben und so. Ja. Aber das machst du, gell? Das mache ich, ja. Genau. Und das Protokoll zeigt dir, wie es wirklich war, gell? Genau. Mit ein paar Sachen, die vielleicht nicht unbedingt im Protokoll müssen erscheinen, weißt du? Was zum Beispiel? Ja, wenn es eben war. Aha. Hey, ihr seid ganz normale, gell? Ja. Und überrascht, dass da so viele Leute sind, gell? Sehr überrascht, ja. Normalerweise sind wir eben da reingucken. Eben, gell? Wie jedes Jahr. Haben wir euch den Platz weggenommen? Ja. Ja? Ja, keine Fasnacht. Sauerei, gell? Keine gemein. Ja, genau, ich gemein, gell? Ich wurde gar nicht. Woher könnt ihr? Von Wels, ja. Ja, hallo. Hört man nicht, gell? Ja, in dem Fall, hä? Ja. Ihr seid in Montur im Skifahren? Ja. Ja, nicht Fasnacht, keine Fasnacht. Wohl. Anschliessend, gleich auf die Piste dann, ja. Hoi, hoi, hoi. Und gerade durchgemacht, die Nacht? Ja, ja. Absolut. Wahnsinn. Du, dann sind hier die einzigen Leidtragenden. Wir zwei? Ja. Dem Sauhaufen drin. Also mir geht es schon mega schlecht. Gell? Das ist wahnsinnig. Ja. Ja, was machen wir jetzt? Machen wir frei? Gipfel essen. Ja, aber machst du aber frei? Ja, ich habe eine Woche frei. Ja. Ja, aber dann hast du ich kalt. Ich habe kalt. Siehst du? Oh. Kalt. Ja, ich wurde krank und dann, ja. Genau. Ist nicht mehr gut. Dann kommt... Fasnachtsfieber, gell? Ja, auf jeden Fall. Du bist die erste Flumse, die da ist. Traust dich? Nein, ich mag keinen drin. Aber du bist gerne in der Fasnächtlich da, gell? Du arbeitest da. Ja, voll. Mein Gott, nochmal. Du, wie fühlt man sich als Flumseri nicht in der Fasnacht, mitten in der Melzer Fasnacht? Gipfeli. Ich habe Hunger. Gut, hast du dann immer Gipfeli? Aber es hat vielleicht keine mehr. Und was machst du denn? Nochmal. Ja. Schon? Schon. Gut, okay. Wie viele Länder denn im Winterzahlbereich? Gute Kamera. Also fragst du mich, ob die Kamera echt ist? Warum? Ja, sie sieht echt aus und ich komme nicht daher zu laufen und du stehst da und ja, bist du echt? So. Bist du echt? Ich bin echt, ja. Echt? Natürlich, ja. Was bist du jetzt da? Ich bin ein Nerf-Shooter von Haus des Geldes. Das nennt man eine Waffe. Oh, 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 jawohl, du, da wird der Scharf geschossen. Du, ja, kannst du sogar 6 auf das Mal schiessen. Echt? Siehst du ein bisschen verschlafen aus? He? Was ist abgegangen in der Nacht? Ja, eigentlich nicht viel. Ich bin nur relativ früh aufgestanden, um 3-4 oder so. Ja. Ja. Und das ist alles? Ja, dass ich fit bin. Und jetzt Rampazamba 5 Tage durch? Ja. 5, 6, oder? 6? Ja, Mittwoch zählt auch noch so ein bisschen, weil es geht vom Dienstag auf den Mittwoch über. Gib alles. Hey, Toni, alle Nachrichten werden jetzt füttern. Hey, hast du daheim gesagt, es sei etwas anderes, oder? Bist du der Fasnacht? Also, wir sind ja ganz diskret, oder was suchst du denn da? Nein. Hey, ihr lauft das so gerade? Seid ihr nicht offen? La! Eben nicht. Mach es auch ohne Alkohol. So, jetzt geht's los, hä? Ja. Jetzt geht's los. Sind wir parat? Ja. Wie geht denn das genau? Sag mal. Jetzt ziehen wir rauf zum Dorfbrunnen. Und dann gibt es die offizielle Übergabe und den Start im Fasnacht. Auf dem Container oben? Genau. Kannst du nicht runter, gell? Nein, jetzt bin ich noch gut im Stand. Eben, gell? Bin ich nicht abgehockt, also nicht verhockt. Ich bin da rein. Und auf Fasnacht oder keine Fasnacht? Ah, sicher Fasnacht. Auf Fasnacht. Ja, ja. Guten Morgen, Melz. Guten Morgen. Alles klar? Ja, kommt drauf an. Hier sind ja so still heute. Was habt ihr? Sind ja so ruhig. 5 Stunden am Stück geschlafen. Hey, Marcel. Jo.
Das ist ein bisschen eine ungleiche Sache. Die anderen ist eine kleine Gurgel und du so ein hure Ding da, hä? Das spielt doch keine Rolle. Magst du noch? Ja, ja. Wir haben erst gerade angefangen. Hallo. Morgen. Du Scheiße. Guten Morgen. Bist du echt? Ja, sieht fast noch aus, ja. Gell, die einen das Vergnügen und wir alle heimvoll zu tun, hä? Jawohl, das ist ja so, jawohl. Ja, das ist auch schon nicht so fair, ja. Wenn man so sagt, ja, in den Festen und wir arbeiten müssen. Ja. Finde ich auch. Ja, das ist leider so. Aber es gehört auch mal dazu. Jetzt kommt mein Arbeitskollege dort. Aha. Und dann sind wir dann parat, um arbeiten zu gehen. Ja. Was ist denn deine Aufgabe? Ja, da die Strassen flicken, während alle Vögel das wieder kaputt machen. Eben, gell? Ja, ja. Ja, ist nicht immer so einfach, ja. Eine herbe Kogensache, gell? Schwierige Aufgabe. Ganz schwierige, gell? Und dann meine ich, alle gehören auch dazu, gell? Ja, dann immer die mit Alkohol und allem drum und dran. Und dann, das ist einfach nicht lustig. Aber gell, wir drei, kein Alkohol. Nein, nein. Nein, eben. Nein, das macht dem Alkohol. Nein, das machen wir nicht. Das ist einfach während dem Arbeiten gibt es das nicht. Ja, hey! Sind das ihr gewesen? Komm, sind ihr gewesen? Nein, wir sind alle fit im Schritt. Ja, aber nicht alleine, Katze, gell? Darf ich nicht? Du! Ich meine, der Kameramann war es gewesen. Thank you.
Im Namen vom OKI Hurtleten wünsche ich euch allen einen ganz schönen guten Morgen. Wir fangen an mit dem Guckenmarsch. Der Major, heuer Premiere. Mario Ackermann von den Nippelschränzer. Lasst den Stapler rauf. Guckenmarsch! Ich begrüße euch alle recht herzlich, auch heute Morgen wieder alle 12 Guckenmusiker, die hier von meiner Seite auf der rechten Seite stehen. Schön, dass ihr da seid. Wir kommen zum ersten Highlight vom heutigen Morgen. Ich darf euch den Böhlenkönig 2019 vorstellen. Der Böhlenkönig, das ist der Musikus vom Nippberg, der Müller Küsi. Ebenfalls begrüßen wir oben dürfen heute Morgen unseren Gemeindepräsidenten Guido Fischer. Und auch bei uns heute Morgen der Regierungsratspräsident Stefan Köhlicher. Und natürlich am Böllenkönig seine Gespendli und Hilfe sind auch noch da. Ich übergebe das Wort jetzt unserem Gemeindepräsident, Guido Fischer. Guten Morgen, Mädels. Guten Morgen, Fasnächter. Guten Morgen auch, Böllenkönig, Musikus vom Nippberg. Es ist soweit. Ich habe Ferienzeit, gut. Der Böllenkönig ist in voller Vorfreude, er ist voll motiviert, er ist vor dem Start und jetzt kann ich eigentlich nur noch sagen, Musikus, deine Zeit ist gekommen, hast dich lange darauf vorbereitet, Fasnacht steht, dein Fasnachtsvolk ist bereit. Ich übergebe dir Schlüssel vor Fasnacht, denke ich, beste Hand bei dir und deinen teuflischen Kollegen, genieß Fasnacht, genieß ihr alle Fasnacht, ich will es auch. Guten Morgen euch allen und vor allem den Narren in ganz Böllenhausen. Schön, dass so viele gekommen sind und unterbrochen haben zu Fusen. Ich heiße euch in meinem Reich willkommen und verschinke Böllen, fast eine ganze Tonne. Mich dunkt's, dass es bei uns zu Böllenhausen schon fast ein Wunder ist, dass gegen mich als König nicht auch noch ein Einspruch eingegangen ist. Für die kommenden Festtage möchte ich vor allem hoffen, dass ihr lustig und fröhlich seid und nicht nur besoffen. Ich danke allen, die sich vorbereitet haben mit kreativen Ideen und auch Petrus, der aufgehört hat mit Schneien.
Unter uns ist noch ein Gast. Ich hätte ihn bloß mit Kind. Es ist der Stefan Köliker aus St. Gallen, der Regierungsratspräsident. Wenn er von unserer Fasnacht einen guten Eindruck bekommen kann, will er vielleicht auch ein anderes Mal wieder zu uns in den Süden kommen. Ich wünsche ihm, dass er heute auch ein bisschen Fasnacht machen kann. Mings geht ihm wieder besser, wie man viel lachen kann. Ich freue mich, dass der Stefan uns heute beehren und glaube, dass die Regierung auch von einem Hutli noch etwas lehren. Ja, liebe Milzer, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine riesige Freude, dass ich heute hier der Fasnacht sein kann. Jetzt will ich mal etwas von euch hören. Sind ihr alle auf? Sind ihr alle wach? Hä? Ja! Super! Also, ich habe beim Gemeindepräsident Quartier bezogen. In den nächsten Tagen wird der Kanton St. Gallen von Mils aus regiert. Jetzt schlumpfe ich euch. Ganz eine tolle Fasnacht. Alles Gute. Tschüss zusammen. Der Stefan war vor Jahren auch schon einmal in unserer Schnitzelbank. Nämlich mit der Bildungssparübung im Sargasserland. Sparen kann die St. Galler Regierung nicht einmal denken. Sie tun Millionen am Ferdi für die Aminabruck schinken. Weil der Köliker das KV statt Sargas nicht das Bungs installieren wollte, da wir als Sargaserländer wacker protestieren. Wie kann man nur so einen Schmarren planen? Wir haben ihm sofort geschrieben und fragen ihn, ob er echt im Leben auch schon mal ist hocken geblieben. Und jetzt tun wir nicht mehr länger warten und tun mit der heurigen Fasnacht starten. Neben dem Regieren, ich tue mich da nicht täuschen, könnte der König auch noch wünschen. Ich habe zwar lang studiert, ob ich den soll bringen. Ich möchte mit euch allen noch eins singen. Ich meine, es kommt ihn noch gut an, wie wir täten, zähl ein bisschen Bambalala. Du musst deine Seele gleich bambeln lassen, dir etwas gönnen und ein Freude am Leben haben. Ja, lo, lo, Seele gleich bambeln lassen. Ja, lo, lo, Seele gleich bambeln lassen. Du musst deine Seele gleich bambeln lassen, dir etwas gönnen und ein Freude am Leben haben. Ja, lo, lo, Seele gleich bambeln lassen. Das muss jetzt. Somit ist Fasnacht eröffnet. Gute Musiker, waltet eures Amtes, in Freude und sind lustig. Viel Vergnügen! Vielen Dank am Böllenkönig und unseren anderen Rednern. Wir benennen mit dem Einzelauftrag die erste Gute Musik, die heute starten. Kommt aus dem Bündnerland und das sind Fenster aus Unterfatz. Sie haben jeweils im November den Guckenball im Hennenstall, wo immer eine riesen Party ist. Auch der wird nicht so gut sein. Jeweils am ersten Samstag am 11. Musikalisch Leiter der Robin Denninger, geben Gas, lassen Sie rufen. Thank you.
knappe Kuchen und Vergas! Dankeschön! Oh, Silf, was ist eigentlich los mit dir? Frau, lass schaffen, du hockst im Nest, hallo? Ich gehe jetzt arbeiten, Hans-Jürg. Ja, aber, hallo? Ich gehe jetzt gleich auf den Zug. Du? Aber heute Abend bin ich hier im Einsatz, kannst du heute Abend kommen. Fasnacht für dich kein Thema. Hä, doch,
Eben, heute Abend, morgen Abend, Montag Abend, Dienstag den ganzen Tag. Aha. Und zwischendurch, wie es ist, das Lehrer immer krampfen. Oder? Super. Aber am Morgen um 4 Uhr, das ist Sache von der Frau, gell? Ja, das ist Sache von der Frau. Am Abend ist sie nicht so gern. Hast du offen? Öffnen. Komm, Silvester gibt's. Ja. Alles. Ja, hallo. Ja, super. Hey, was ist los? Das ist ein Papa, hallo! Was machst du so? Birkenmüsli. Aha, okay. Du weißt, gehst du fest? Das Spiel, haben wir gerade gedacht, zu lösen. Hey, los, Hansi, warum bist du nicht ein Dreihutler im Film? Bin ich gesehen. Bist du gesehen? Ja, gut. Ich bin meine Frau. Gut. Thank you.
Am Montagabend live night und die Schlüssel steht vorne in der Bühne. Thank you.
Das erste Lied, das wir alle zusammen machen, ist «Kleine Kneipe». Schauen auf den Major, danke. Bevor wir zum nächsten kommen, möchte ich noch ein paar Dankenswort aussprechen. In erster Linie natürlich die Gemeinde Wels, dass wir hier dürfen, der alles durchführen für alle Bewilligungen. Dann weiter Edi Willi Holzbau AG, Baustoffe Wels AG, dass sie uns unterstützen mit dem Stapler, mit dem Ballett, mit dem ganzen Service. Der Bölli Arena und ihrem Team, dass auch sie uns unterstützen. Ebenfalls der Knebler. Auch ihnen einen herzlichen Dank, sie unterstützen uns auch sehr. Was es zählt schafft, für das wir es morgen machen können. Du, warum hast denn du da hinten ein Fragezeichen? Ja, ich weiss es nicht. Ich bin schon 30 Jahre zu Melz daheim, bin eine Säflerin, tu immer noch Säflerin. Aber die Fasnacht zu Melz ist einfach der Hammer. Hey, wo hat es euch angeschwemmt? Woher? Aus dem Österreich. Echt? Was heißt aus dem Österreich? Österreich ist gross. Der Reibach, die Kamera ist scheiß noch. Also woher könnt ihr genau? Wo? Von Feldkirch. Und wieso könnt ihr hierher? Ja, weil es super ist hier zu Melz. Dankeschön! Vielen Dank allen guten Musikern. Vielen Dank euch allen. Ich wünsche euch im Namen von Malka Einhotterten eine schöne Fasnacht. Habt Sorge!